Wenn ihr nach schönen 3D gedruckten Experimenten für den Physikunterricht sucht, schaut doch mal zum School Lab des CERN. Hier findet ihr unter der Rubrik Classroom Activities viele tolle Sachen. Beispielsweise hier das 3D-Streuexperiment unten rechts. Ich klicke da einmal drauf. Und es sind schon einige Teile, die man ausdrucken muss. Dann hat man aber ein schönes Experiment, mit dem man wunderbar Streuexperimente im Klassenraum durchführen kann. Ich zeige euch das jetzt einmal live. So, hier seht ihr das ausgedruckte Experiment und ich zeige euch mal, wie man rein qualitativ Streuexperimente durchführen kann. Ich schieße jetzt nicht mit Atomen auf eine Folie, sondern mit Stahlkugeln auf ein verdecktes Objekt. Schaue mir an, wie die Kugeln abgelenkt werden. Ich habe jetzt gleich mehrere Kugeln in eine Bahn gepackt und kann dann Prognosen anstellen, was für ein Objekt sich hier drunter versteckt. In diesem Falle beispielsweise das. Ich weiß nicht, ob er drauf gekommen wird. Ich kann da natürlich variieren und mir auch eigene ausdrucken. Und als kleinen Tipp, um die Oberfläche glatter zu gestalten, habe ich hier unten ein rundes Blatt Papier draufgelegt. Diese Kugeln sind einfach Tretlagerkugeln, die ich beim Fahrradhändler bekommen habe. Auf der Seite vom School Lab könnt ihr noch viele weitere tolle Klassenaktivitäten finden. Schaut doch mal durch, es lohnt sich wirklich. Viel Spaß damit!